Hallo und herzlich willkommen im Stadtmuseum Bad Cannstatt. Wir zeigen aktuell die Sonderausstellung Komm Weib, steig ei, Cannstatt und die Geburt der Schwäbischen Eisenbahn vor 175 Jahren. Komm Weib, steig ei ist vielleicht erstmal ein komischer Titel, der hat aber einen ganz konkreten historischen Hintergrund. Die Württembergische Eisenbahn war ursprünglich genannt Königlich Württembergische Staatseisenbahn. Und das ist die Abkürzung KWSTE, die man auch hier auf den Waggons früher zu lesen hatte. Und die Schwaben waren immer lustig drauf, haben das dann gleich verballhornt, diese Abkürzung in Komm Weib, steig ei. Und das Einsteigen in den Zug war tatsächlich zu damaligen Zeiten gerade für die Damenwelt ein etwas schwieriges Unterfangen. Man musste einige Stufen nach oben steigen, was schon mal etwas beschwerlich war, denn die Mode dieser Zeit war nicht gerade für ihre Bewegungsfreiheit bekannt. Die Damen trugen Reifröcke, die sehr ausladend und sehr steif waren. Man konnte sich also durchaus vorstellen, dass es ein kleines Abenteuer war, in diesen Waggon überhaupt erst einzusteigen. Es war eine ganz neue Erfahrung für die Damen, aber auch das Eisenbahnfahren an sich bot Raum für ganz viele neue Erfahrungen. Zum einen auch die Geschwindigkeit, man schaute aus dem Fenster, die Landschaft zischte vorbei, sowas kannte man bisher gar nicht. Oder auch das Sitzen im Abteil mit ganz fremden Menschen war eine ganz neue Erfahrung. Man war erstmal peinlich berührt, man wollte den Fremden nicht in die Augen schauen, nicht ins Gesicht schauen. Man hat aber gleich Abhilfe geschaffen. Die Eisenbahnlektüre hat sich entwickelt. Es gab kleine, kompakte, günstig zu erwerbende Bücher, die oft auch in den Bahnhöfen zu erwerben waren. Also alles neu durch die Eisenbahn.